So Leute, herzlich willkommen zurück bei Pokémon Showdown. Wieder mal mit unserem Vampir-Team, was nämlich echt gute Arbeit macht. Und da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Ich wollte wirklich schon immer ein Vampir-Team haben. Mittlerweile gibt es viele Pokémon, die in diesem Gebiet so reinpassen. Und mal sehen, ob wir später noch irgendwelche Pokémon auswechseln. Momentan finde ich das Team echt gut. Nur wenn wir irgendwann mal Eis-Pokémon bieten, könnten wir vielleicht schon Schwierigkeiten kriegen. Und ja, ich habe die gleichen Attacken wie in der letzten Folge und deswegen gehen wir einfach. Und ja, oh, ein Staraptor. Ein Scaraborn, vielleicht Mega. Ein Tatantel, Nachtara, ein Lamus und ein Sumpex. Auf meiner Seite haben wir die gleichen Pokémon wie in dessen Folge und ja. Wir können wieder mit Luxtra anfangen. Irgendwie ist Luxtra zu einem guten Lied in meinem Team geworden. Und Gegner wird wahrscheinlich auswechseln. Und ich kann Save of Toxin gehen. Oder er geht auf Tentantel. Er hätte zwei Möglichkeiten, geht er auf Simplex oder auf Tentantel. Und er ist auf Tentantel gegangen. Gut, dann gehe ich wiederum auf Super Power. Alter. Diese Quits, die sind unnötig. In der Stelle war es wirklich unnötig. Die knallt sich wieder ganz brav hoch. Und deswegen kann ich jetzt ruhig auf auf was kann ich denn safe gehen? Ich gehe mal safe auf Alucard. Dankeschön. Das kam wie gerufen. Gut, dann kann ich jetzt direkt auf Stealth hochgehen. Kita könnte auf Egelsorn gehen, würde mir gar nichts ausmachen, weil es genau denselben Damage macht, wie ich mich mit Toxico profile. Deswegen, East is Wayne. Und ja, falls ihr gegen mich herausfordern wollt, könnt ihr mich gerne anschreiben oder in den Kommentaren schreiben. Vollkommen egal, wo ihr mich anschreibt. Ihr könnt mich auch auf Twitter schreiben oder auf Skype. Und ja, ich kann hier jetzt in der Stelle nicht viel machen. Außer erstmal auf Knockoff gehen, aber ja, ich kann hier nicht viel machen. Ich gehe mal auf Knockoff. Leider dann die Schaden. Power Whip macht normalen Schaden. Und ich heile mich ihm hoch. Ich setze erstmal Boost ein. Und das wird jetzt ein Sorlastiges Battle. Gegner wechselt aus. Okay. Ich setze Boost ein, heile mich hoch. Und kann jetzt beruhigt auf Rosenrost gehen. Kann ich? Wenn der Gegner das prediktet und er denkt, dass ich Rosenrost gehe, wäre es echt schlecht. Ich gehe sicherheitshalber doch auf Lily. Werde Angriff auf jeden Fall tätigen können. Oh, ich krieg direkt den Burn. Das ist doch unglaublich. Ich setz Wish ein. Und toll. Das ist sehr toll. Ich hätte meine Frau doch wieder Kreischall beibringen sollen. Mein Mirado würde ich gerne noch behalten. Nämlich sehr blöd wegen dem Burn. Der Gegner könnte auch Kureball haben. Weswegen ich lieber zu Luxra wechsle. Werde die Attacke abfangen.
Okay, oder geht das ewige Sein ein? Dann hätte ich doch lieber drinnen bleiben können, aber okay. Ich gehe auf Superpower. Werde den Tentakel erstmal ein bisschen schädigen. Und ja, je nachdem, was er macht, werde ich erstmal auf Nachtar gehen und dann erstmal hier alle mit Vitalglocke heilen. Und dann irgendwie versuchen, mein Gardevoir wieder voll zu heilen. Was für mich nicht leicht ist. Und die überlegt echt lange. Ich bin nicht der Typ, der irgendwie den Timer irgendwie startet. Das ist sehr unfair. Unfair wäre. Aber wenn ich irgendwie merke, dass er doch ein bisschen zu lange braucht, mindestens eine Minute, dann würde ich schon einen Timer starten, weil es doch ein bisschen, wie gesagt, zu lange ist. Also momentan fährt mein Vampir echt gut. Alter, was sind das für Hex? Ich könnte nochmal auf Superpower gehen. Ich glaube, ich werde das auch machen. Ich weiß nicht, ob ich dann killen werde. Also ein defensives Rucksack ist doch geil. Ich habe jetzt nichts gegen dieses Set. Ich meine, es überlebt jetzt den ganzen Docker mit vor allem mit Betrohr und es hat dafür eigentlich ausreichend Death-Werte. Und jetzt mit 277 Angriff macht er doch guten Schaden. Nur ist er sehr knapp. Ja gut. Ich wurde toxiniert etc. und habe jetzt keine andere Wahl als auf Bodengurt zu gehen, weil er jetzt wahrscheinlich auf Egelsamen geht, um sich irgendwo hochzuheilen. Oder der wechselt aus. Auch gut. Deswegen gehe ich jetzt auf Deslinglin. Ich habe wieder mal den deutschen Namen vergessen. Ich werde somit einen effektiven Angriff machen. Alter! Jau! Ich bin jetzt wahrscheinlich ein Scarf-Scaraborn. Oha! Sonst kann ich mir die Geschwindigkeit nicht erklären. Ich senke erstmal wieder seinen Angriff, damit es hier normalisiert wird. Und der wird wahrscheinlich die Steinattacke oder so einsetzen. Das war nämlich sehr krass. Und ich gehe mal auf Bibi. Ich weiß nicht. Ja, Gegner ist gestraft. Und gehe erstmal auf einen Eisfang. Okay, ich wäre doch lieber auf Crunch gegangen. Gegner könnte eine Kriegattacke einsetzen. Ich gehe mal auf Crunch. Dank Life Orb haben wir ihn letztlich auch besiegt, weil ohne Life Orb hätte er noch überleben können. Auf was würde jetzt gehen? Jetzt habe ich mein Gyarados hochgeboostet. Und er hat Probleme jetzt. Könnte jetzt eine Gesteinsattacke einsetzen. Deswegen gehe ich mal erstmal zu Alucard. Knock-off. Das bringt nichts, gar nichts, weil wir schon vergiftet sind. Somit den Knock-off aufgefangen haben. Ich könnte jetzt einfach ebenfalls auf Knock-off gehen. Megahorn auf Roserade. Oha, das hat mich echt überrascht. Ja, gut, okay.
Gegner opfert seinen Tentantel. Gut, was kann er mich noch anrichten? Könnte mit Zumpex mit einer Kaskade irgendwie übertrumpfen. Und das kann, glaube ich, auch Aqua Jet. Und gehe erstmal deswegen auf Luna. Ich habe ein Mixed Luna. Okay, schade, dass es mich nicht verbrannt hat. Sonst würde ich mit dem Burn hier wieder kontern. Wegen Synchro. Und setze erstmal Charm ein. Diesmal macht Charm gute Arbeit. Vor allem, wenn es irgendwie wieder auf Staraptor wechselt oder auf. Okay. Gut, das war nämlich sehr toll. Hier könnte mich toxinieren. Ich würde dann wieder kontern. Ich finde die Attacke, die Fähigkeit sehr nice. Das Wisch ein. Und wird wahrscheinlich seinen Pokémon wechseln danach. Und gehe sicherheitshalber auf Charm. Ich werde jetzt auf jeden Fall überleben und gehe ebenfalls auf Wish. Victor geht zurück auf Umbreon. Und ich gehe wiederum auf Lily. Weil somit habe ich mir selber einen Freizug verschafft, um Lily wieder heilen zu können. Ich kann mich dann wieder hochboosten. Und ebenfalls kann Mega Gardevoir Wish, was nämlich sehr nice ist, somit kann ich mich wieder weiterhin hochheilen. Und gehe auf Wish, falls nämlich irgendwie wechselt. Und werde mich wieder hochboosten. Wenn der Gegner jetzt nicht was unternehmt, hatte nämlich sehr schlechte Karten. Ich bin nämlich defensiv ausgeglichen, würde nämlich ein Angriff definitiv überleben. Und ich gehe auf Viper Voice und mal gucken, was jetzt macht. Okay. Sein Staraptor könnte mich noch. Okay, Gegner geht auf Nachtara. Und Gegner aufgeben. Gut. Irgendwie finde ich das schon verständlich. Nur aufgeben ist auch so eine Sache. Ich weiß nicht. Wenn wir zum Beispiel. Also wenn der Kampf unfair wäre, richtig unfair, dann würde ich persönlich auch aufgeben. Und ja, gut. Jedem so, wie er es will. Und ja, deswegen ist es okay. Ich finde, er hat sehr gut gespielt. Und letztlich hat er doch gesehen, dass er nicht viel noch was machen könnte. Ich habe nämlich noch Skorgo dabei, Gardevoir und Garados dabei, die ihm viel Schaffen machen kann. Vor allem könnte ich noch mit Nachtara ihn mein Pokémon hochheilen und deswegen. Ja. Gut. Ich finde sein Scarborn hat mich sehr überrascht. Vor allem Walschall habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Rosal hat er nämlich direkt gekillt. Nice Turn für ihn. Und ja. Siedewasser auf Zumpex habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gesehen. Auch gut. Und ja, der Kampf war an sich sehr gut. Ich hoffe, wir kämpfen irgendwann nochmal. Ich weiß nicht. Kennt Tietstedt. ja. Falls du diesen Kampf irgendwie siehst. Oder falls jeder meine Kämpfe diesen Kampf irgendwie sieht, können gerne irgendwie kommentieren oder so. Auch nicht schlecht. ja. Gut, was soll ich denn jetzt noch sagen? Ich glaube, ist alles gesagt worden. Gut, ja, ich würde sagen, wir machen einen weiteren Kampf. Und, ja.
gucken, wie das jetzt wird. Seht ihr, jetzt haben wir ein Eis-Pokémon. Und wie gesagt, ich finde es schade, wenn Tagegner doch irgendwie aufgeben, schnell aufgeben. Vor allem hätten die vielleicht noch was rausholen können, irgendwie Spannung irgendwie aufbauen können. Und ja, deswegen nicht schlimm, wenn die aufgeben. Nicht schlimm, wenn ich mal aufgebe. Und hier geht auf jeden Fall Tobu dabei. Ein OP-Pokémon finde ich persönlich. Wieder wahrscheinlich Mega Beaster für Suicune, Entei, ein Kyurem, Black und ein Scorpio. Ich habe wahrscheinlich gegen Kyurem Black Schwierigkeiten. Vor allem, wenn es mit Walschall gespielt wird. Und ich gehe erstmal Flugstar. Was denn sonst? Tobutz. Okay, Gegner wird natürlich entweder auf Kreaturen wie Tarnsteine legen. Und ich gehe erstmal auf Volt Switch. Okay, Tarnsteine. Meinetwegen, ich gehe deswegen auf Alucard. Hole meinen, mein Gift hier raus und heile mich dann nächstes sofort. Und ich gehe auf Self-Rock. Entweder kann der Gegner Eisstrahl taunt. Somit hat der Gegner mich irgendwie erwischt und gehe auf Knockoff. Meinetwegen. Meinetwegen. Hä? Wie heißt der Gegner? Gengar. Not Gengar. Okay. Ich habe nicht den Spitznamen nicht gesehen, habe mich gewundert in der Liste. Not Gengar. Okay. QM. Okay. Jetzt habe ich ein Problem. Ich kann nämlich nichts machen. Ich könnte meinen Alucard opfern, aber nee, weil ich es noch brauche, definitiv. Ich weiß nicht, ob es physisch oder speziell gespielt wird. Ich gehe einfach mal auf Luxtra und gucke, was er so macht. Okay, der wird speziell gespielt. Und ich werde nämlich einen Angriff noch überleben können und gehe auf Superpower. Und hoffe, dass ich den Angriff überlebe. Okay, Gegner wechselt aus zu Scorgro. Holt auch sein Gift raus. Und ja, ich kann nicht viel machen gegen Scorgro und gehe deswegen auf Biting Guide. Werde auch seinen Angriff irgendwie senken, werde von Starnsteine getroffen. Leider. Diese Protect ein, was nicht viel bringt. Und ich kann auf die gehen. Yay. Gegner wechselt aus und hab safe einen Drachentanz rausgeholt. Und was kann er noch machen? Er könnte auf Scold gehen. Und deswegen gehe ich nochmal sicherheitshalber auf die. Ich hoffe, dass wenn er Scold einsetzt, ich nicht geburnt werde. Critical Hit. Okay, das ist gut. Und kann jetzt nämlich auf Earthquake gehen. Ja. Mache über die Hälfte Damage. Sehr gut. Gold. Nicht burn. Gut. Jetzt habe ich ein Problem. Entweder will ich killen oder du bist mit 1%. Oder mit 6%. Okay, ich wurde nicht geburnt, was nämlich sehr gut ist. Entweder kann der Gegner auswechseln, ich glaube eher aber nicht. Und ich gehe deswegen auf Iszahn. Alter, nein! okay, da habe ich mit dem Risiko gespielt. Ich hätte weiterhin auf Erdbeben gehen können. Ja, das war jetzt ein Fehler meinerseits. Somit habe ich ihn Rosrate safe gespielt, auch gut. Und gehe erstmal auf einen Sludge Bomb. Entei reingerufen, Sludge Bomb trifft über die Hälfte, sehr nice.
Ich weiß, ob er Entei mit Scarf spielt. Deswegen gehe ich ihn einfach mal auf Clutch Bomb. Ne, er setzt Turbo Temper ein. Oder so. Ich überlebe die Attacke, weil Rosary gerade eben in der letzten Generation mehr Death-Werte gekriegt hat. Mehr Verteidigungswerte, ich glaube plus 10. Und ja, das hat uns das Überleben. Gegner geht auf Cure M. Und ja, Gegner kann wahrscheinlich Eis-Splitter. Ich kann nicht viel mehr machen wegen Tarnsteine. Ich opfere deswegen meine Rose Harde. Gegner könnte auch nicht Scarf sein, dann würde ich. Okay, gibt es Scarf. Okay. Ich gehe zu Lilly. Sehr nice. Hab jetzt sein Terra Volt erobert und gehe erstmal auf einem Coal Mines. Er wechselt aus. Ich gehe safe zu einem Coal Mines. Kann deswegen auf Hyper Voice gehen. Ne, ich gehe auf Psyshock. Ich überlebe, ich überhole den Gegner, weil ich das eben so gemacht habe, dass sie auch auf 296 Speed haben, um eben die 295er Pokémon zu überholen. Genau aus diesem Grund finde ich gut. Gegner Cure und ich weiß nicht, was er jetzt machen kann, weil wir jetzt einen Pokémon raus haben und ich gehe erstmal auf Hyper Voice. Einheit überleben wir dank den Split, die wir haben. Zum Glück, Alter. Jetzt hat er wieder ein Problem. Und geht auf dieser Flur. Ich gehe auf Psyshock. Wahrscheinlich ist es ein Mega Bisa Flor oder normal Bisa Flor. Mega Bisa Flor, Psyshock und Death. Okay. Dann reicht Psyshock tatsächlich mit einem einzigen Boost. Okay. Muss ich mir merken. Ich gehe auf Hyper Voice, geht der Protect. Er versucht einen Angriff zu überleben. Sich hochzuheilen, meine ich. Ich gehe auf Hyper Voice. Ich kann nicht viel machen. Und er kann auch nicht viel machen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat er gute Pokémon dabei. Er hat mich auch eingeschüchtert. Vor allem hatte ich wirklich gegen seinen Kyurem Angst gehabt. Sein Einstellung hat mich auch überrascht, weil ich dachte, er wäre echt speziell. Und ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch sagen will. Ich weiß nicht. Ja, ich fand den Kampf an sich chillig. So gesehen. Und ja. Gut, ich glaube, das reicht für den Part mit zwei Kämpfen. Es waren zwei lange Kämpfe. Also für mich gefühlt waren das zwei lange Kämpfe. Ich hoffe, euch hat diesen Part gefallen. Ja, ich überlege mir auch, wie viel ein paar Pokémon schützen kann. Soweit gefällt mir das Team. Und ja, vielleicht werdet ihr auch das Team in dieser Form weiterhin sehen. Vielleicht werde ich ein, zwei Sachen auswechseln. Und mal schauen, was die Gegner auch so machen. Wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr gegen mich kämpft, könnt ihr Kommentare schreiben, Herausforderungen, keine Ahnung. Vielleicht wollt ihr auch Doppelkämpfe sehen, das kann ich auch machen. Weil ich mag eigentlich Doppelkämpfe, nur ich habe mich da noch nicht wirklich reingefasst, dass ich da irgendwie ein strategisches Team irgendwie entwickle. Ja, wenn ihr das haben wollt, könnt ihr es auch in den Kommentaren schreiben. Boah, ich glaube, es wurde alles gesagt. Also Leute, dann sehen wir uns im nächsten Kampf wieder. Bis dann!